Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. Faktor 2 ist ein Protein und Teil der Gerinnungskaskade, dem Prozess, der Blutgerinnsel erzeugt und auflöst. Das Protein zirkuliert in inaktiver Form im Blutkreislauf, bis das Gerinnungssystem durch eine Verletzung, die die Blutgefäße schädigt, aktiviert wird. Als Reaktion auf eine Verletzung wird Faktor 5 aktiviert. Nach der Aktivierung von Faktor 5 interagiert dieser Faktor 5 mit Faktor 10 und aktiviert ihn. Die aktiven Formen dieser beiden Gerinnungsfaktoren bilden einen Komplex, der das wichtige Gerinnungsprotein, Prothrombin, auch Faktor 2 genannt, in das aktive Thrombin umwandelt. Thrombin, aktivierter Faktor 2, fördert dann die Gerinnselbildung, indem es die Umwandlung von löslichem Fibrinogen in Fibrinstränge stimuliert, dem primären Protein aus dem Blutgerinnsel bestehen. Dies und einige andere Prozesse führen zur Bildung von Blutgerinnseln und den zu reparierenden Schäden. Eine Mutation im Faktor 2-Gen führt zu einer Überaktivität des Gens und zur Produktion von zu viel Prothrombin. Ein Überfluss an Prothrombin führt zu mehr Thrombin, was die Bildung von Blutgerinnseln begünstigt. Der Nachteil besteht darin, dass das Blut dadurch zu leicht gerinnt und das Risiko einer Thrombose steigt. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.